So, hallo, wir machen weiter bei Tears of the Kingdom. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind und es ist ungeschnitten, was man mittlerweile mehrmals gemerkt haben sollte. Wir haben hier das letzte Mal das Feld überquert. Wir haben ein Jägerversteck. Nee, Quatsch. Wir haben eine Jägerfalle enttarnt. Und ja. Jetzt läuft da schon wieder eine Gerudo rum. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Wir haben den Schrein gemacht. Ja. Jetzt wollte ich mal gucken, was die Wächter hier drüben bewachen. Denn das Feld hier scheint auch noch ein paar Geheimnisse zu bürgen. Bevor wir weiter Richtung Hateno laufen. So, was bewacht ihr hier? Warum sind hier so viele? Und es sind echt viele. Wie er verwirrt ist. Fehlfunktion. Kann mal passieren. Oh, der hält viel aus. Bevor mir eine Fee gleich drauf geht, knabbern wir erstmal was. Er isst schnell was. Ach Mann. War so schlecht geworfen, Kollege. Oh.
Jetzt ist nur noch einer übrig, ne? Den kriegen wir jetzt auch so. Habe ich keine Feen mehr? Ich habe doch Millionen Feen gesammelt letztens. Hä? Hä? Wo sind meine Feen hin? Hä? Wo sind... What? Ich habe doch Feen gesammelt. Wann habe ich denn... Wo habe ich denn... Habe ich meine Feen schon wieder verloren? In welchem Kampf habe ich denn meine ganzen Feenspieler hergegeben? Huch, gar nicht mitbekommen. Ja, dann haben wir da leider nicht genug gegessen. Neuer Versuch. Die Strategie war ja nicht verkehrt. Okay, das jetzt... Ach, jetzt haben wir ja komplett versagt. Ah. Na gut. Ach, scheiße. Gott. Der mit dem Schild ist nervig. Mann! So, jetzt ist dort trotzdem wieder nur noch der übrig, ne? Okay. Dann jetzt gleich die richtige Waffe auswählen und dann läuft der Rest auch. Ja, der haut ordentlich zu. Das ist gar nicht mal so gut. Sehr schön. Und wir haben eine Kiste bewacht. Okay, die ist hoffentlich wertvoll. Das war gar nicht so einfach. Aber was halt auch wertvoll ist, ist alleine schon den ihr Loot. Na? Da gibt es gar keine Diskussion. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Steinwaffen, kann das sein? Da kommt die Axt, ist eh gleich kaputt. So. Lass mal wieder Pfeile sammeln. Thank you.
Schön. Und dann gucken wir mal, was hier drin ist. Hä? Ach so. Kanone, okay. Okay. Und noch ein Blitzschwert. Sehr schön. Okay, dann können wir noch darüber gucken. Flammenkeul, okay. Da drüben war auch noch irgendwas. Ich weiß nicht mehr was genau, aber irgendwas war da. Irgendwas habe ich da gesehen. Das ist gefährlich. Das mit der Flammenkeule ist ganz schön gefährlich. Im Gras zu kämpfen. Oh, ein Krog ist hier. Oh, und ein Hinox. Sollen wir? Na komm, es ist ein schwacher Hinops. Na toll. So. Das macht ihm gar nicht so wirklich was aus. Mann! So. Die machen den halt fast alleine einfach. Auch witzig eigentlich, wenn wir so mal ehrlich sind. Sehr schön. Immer toller Loot. Was ist jetzt passiert? Okay. Noch mehr toller Loot. Ja, wir brauchen Pfeile. Ganz wichtig. Okay, das war zwar nicht, was ich gesehen hatte, aber auch schön. Aber irgendwo hatte ich noch mehr. Mehr irgendwas gesehen. Krogi! Sehr schön. Tschüss. So. Nee, ich gehe in die falsche Richtung, oder? Ach. Ja gut, dann machen wir ihn gerade nochmal. Wenn wir ihn gerade schon sehen, nehmen wir ihn noch mit.
Ah, ich glaube, das habe ich gesehen, diese Baumstämme. Okay. Aber die brauche ich dann wahrscheinlich jetzt sogar für ihn. Weil sonst ist hier nichts, womit man arbeiten kann. Oh je, was ist das jetzt für ein komisches Schild? Ach Gott, ach Gott. So. Was ist passiert? Hilfe. Als ob hier ein Monster rumlaufen würde. So, gut. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt, dass das hält? Also das Ding ist ja einfach nur, also das ist ja, das wird ja gar nicht. Ich meine, ich hätte grundsätzlich eine Idee. Oh, hier sogar noch ein Stein, okay. Gibt's nicht jetzt erst. Der könnte vielleicht auch noch hilfreich sein. So. Ich glaube nicht, dass das halten wird. Ich glaube, das kippt nach hinten um. Aber wir gucken mal, was passiert. Das hat ihm nicht gereicht. Schade. Aber es war gar nicht so ein schlechter Ansatz. Und dass mein schönes Konstrukt jetzt halt komplett... Hä? Also, das passt doch nicht zu dem, was ich vorhin gebaut habe. Perfekt. aber das passt. Jetzt passt jetzt gar nicht mehr zu dem, was ich gerade gebaut habe. Das ist doch nicht meine Form. Also, was haben die denn mit meiner Form angestellt?
So. Nicht so ganz das Gefühl, dass das ist, was ich will. Aber ich krieg's nicht besser hin. Mir doch jetzt wieder komplett. Wie soll ich denn mit dem Quatsch, der hier ist, das ordentlich bauen? Okay, danke. Oh mein Gott, man muss nur schimpfen. So. Okay, wir nähern uns den 1000 Rubinen, by the way. Okay. Uff. Gut. Ja, das war jetzt wichtig, das zu finden. Oh, der Turm sieht auch wild aus. Ist das... Oh nein. Das ist der Turm vom Akala-Gebiet. Was ist denn da kaputt? Da ist ganz viel Blitzkram und alles. Ach du Scheiße. Okay. Ja, dann let's go. Habe ich Akala gesagt? Ateno. Ja, aber hier ist dann auch der Wall. Aber die haben echt die ganzen Wächter weggeräumt. Richtig fleißig. Hier waren so viele kaputte Wächter. Das ist schon eine Leistung. Ach, jetzt sag nicht, das ist jetzt so ein Monsterwall und ich muss dahinter jetzt kämpfen oder so ein Quatsch. Hätte ich jetzt ja gar keinen Bock drauf. Dann gehen wir außen rum. Wenn da jetzt haufenweise Monster sind, gehen wir außen. Okay, sind sie nicht. Gut. Gut, dann können wir hier weitergehen. Da hat gerade was geglitzert. Einbildung wahrscheinlich. Oh, da hat was geglitzert, aber nicht, was ich glitzern möchte. Eieiei. Kommen wir jetzt echt in so eine so eine Elektroregion? Weil hier irgendwie, keine Ahnung. Irgendein Stromzeug aktiv ist. Okay, das ist nur in Anführungszeichen ein Lager, welches ich... Och nee, wo willst du hin? Aber nicht darüber zum Lager.
Ich hasse dich. Okay, wir gehen außenrum, Kollege. Wir gehen außenrum. Alles klar. Wir gehen richtig weit außenrum. Von hier aus könnte das ganz gut funktionieren. Ich glaube, der segelt mir da irgendwo runter. Oder? Ah, warte mal. Yes! Jackpot. Jackpot. So, bitteschön. Wunderbar. Perfekt. Ja, nö. Kannst du behalten. So. Prima. Zwei Krogsamen mehr in der Tasche. Wunderbar. Ja, das ist bei den Bergen. Da oben drauf ist der jetzt. Okay. Aber guck mal, jetzt ist da gar nicht so ein Elektroeffekt mehr. Vielleicht hat es nur so gewirkt. Ich glaube, das hat nur so gewirkt. Das hatte nur irgendeine komische Wirkung. Ich rede mir das jetzt einfach schön, dass da gar kein Blitzzeug ist. Ach, es regnet. Na gut, dann laufen wir hier lang. Ist auch in Ordnung. Nee! Wo willst du jetzt hin? Ja, das passt. Das ist auch mein Weg. Dann darfst du mitkommen. Okay, was kann ich mir hier Schönes bauen? Muss ich mir jetzt hier was bauen? Aber
Das sieht aus, als ob ich das alles laufen könnte, ne? Aber ich laufe das. Oder habe ich, warte mal. Habe ich zufällig irgendein cooles Gefährt, was ich nutzen kann? Ich habe doch kein Auto oder so, ne? Nee. Ja, Verlauf geht immer bis 30, okay. Nee, Auto ist länger her. Ja, vor allem der, ich guck mal, der speichert jeden einzelnen Scheiß. Jeden einzelnen dummen Schritt speichert der, ja. Nee, so ein Auto hätte ich mir mal speichern müssen, okay. Aber hier sind eh nur zwei Reifen. Was will ich mit zwei Reifen? Nee, passt schon. Weiter. Nein! Aber wir können für den Fall, dass er mir irgendwie abhanden kommt, ihn mal ein bisschen transportabler machen. Dann rollt er nämlich nicht 3 Millionen Meter weit, wenn ich ihn fallen lasse. Wie ich gerade demonstriert habe. Ja, ich kann hier ganz normal laufen. Alles easy. Ich sehe jetzt das Problem nicht. Warte kurz, bis meine Geister den verprügelt haben, dann sammle ich seinen Loot. Oh, Bruder. Das kann doch wehtun. Danke. Denn die Feuerfrüchte lasse ich mir nicht entgehen. So. Ja, also das ist schon ziemlich akkurat zu Breath of the Wild. Bis halt auf, dass es viel, viel größer ist. Aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Och, nett. Ich habe gerade Angst, dass ich meinen Croc verliere, wenn ich hier in eine Sequenz reingerattert. Deswegen gebe ich erst den Croc ab. Dann kümmere ich mich um das dumme Schild. Ja, wir sind doch gleich da, jammer nicht rum. Hateno! Wo ist er jetzt? Ah. So, du bleibst auf dem Floß kleben. Viel Spaß dabei. Ah, okay, er trennt sich eh von dem Floß. Okay, I see. So, wo war das Schild? Wo war das Schild? Hier war das Schild. Okay, normales Schild.
Hängt es jetzt in der Luft? Hallo? So. Alles klar. Reisbällchen, okay. Und eine Irrknospe. Oh. Gut, wunderbar. So. Dann haben wir ja sogar noch ein bisschen Zeit für erste kleine Erkundungen in Ateno. Ich würde aber vor allem was zum Herporten finden. Also der Schrein dürfte doch nicht sonderlich... Also der Schrein... Ja, ich sehe ihn doch sogar schon. Ja, alles klar. Sehr gut. Hoffentlich kommt keiner. Ich bin da. Okay, irgendwie sind Ateno, ist Ateno sehr pilzreichig geworden. Ja, und da ist nichts Elektro. Das sah nur so komisch aus. Gut. Umsonst gefürchtet. So, wo ist der Schrein? Hier hoch wahrscheinlich, ne? Ja, super. Und dann gehen wir gleich mal zum Institut. Kurz Brunnen machen. Südbrunnen von Ateno. Gibt es mehrere Brunnen in Ateno? Klingt ja auch schon wieder interessant. So, wozu habe ich die ganzen Steindinger gemacht? Ich hoffe, die halten jetzt ein bisschen. Ich meine, die sind aus Eisen, also die müssen jetzt ein bisschen halten. Krone? Herr, habe ich dich hier unten jetzt nicht mit, oder was? Ja, toll. Wieso sind jetzt die Viecher nicht hier? Oh, ich muss was essen. Nicht, dass die mir gleich aufs Maul geben. Ja. Dann machen wir das lieber so. Dann machen wir das lieber so. Geben mir nämlich viel zu gut aufs Maul. Aber wieso ist mein Gerone nicht hier? Waren die sonst auch nicht in Brunnen dabei?
Kann es sein, hä, dass die im Brunnen irgendwie raus sind oder so? Nee, aktiviert sind sie. Ja, keine Ahnung. Wird schon irgendeinen ominösen Grund geben. Irgendeinen ominösen Grund wird es schon geben. Oh je. Der Brunnen ist wieder viel zu groß. So, aber ist jetzt noch irgendwas? Von hier komme ich, ne? Ja. Also doch den anderen Weg hier. Ach, das ist der zwei. Okay, es gibt wirklich zwei Brunnen hier. Okay, diese Brunnengänge haben zwei Eingänge. Also diese. Okay. Ich wollte schon sagen, aber das ist ein kleiner Gegner. Der juckt mich nicht weiter. Das war's dann auch mit der Blitzkeule. So. Oh, sehr gut. Wertvoller Stein. Okay. Passt schon. Okay. So weit, so gut. Jetzt muss ich nur die nächsten Felsen zerstören. Das ist doch scheiße. Das waren zum Glück nicht viele. Also zum Looten ist der Brunnen super. Oh, hier geht's auch noch. Okay, hier ist noch ein Geheimnis. Puff. Was ist das für eine riesige Höhle hier? Thank you.
Da ist eine Truhe. Haben wir jetzt alle langsam mal? Aber ich meine, ich krieg gut Loot, ne? Der dritte Eingang zum... Ja. Ich glaube, in Ateno gibt es 3 Brunnen. Ach, guck mal. Das ist jetzt... Jetzt haben wir einen Rundkurs gemacht. Hier haben wir angefangen. Ah, ja. Dann ist es nicht der dritte Eingang, sondern das ist der, wo ich war. Okay. Dann können wir jetzt nochmal vorsichtig zurück und den letzten Weg noch zu Ende gehen. Interessantes Brunnensystem auf jeden Fall. Weil hier bin ich noch nicht weitergelaufen. Ach du Scheiße, halten die viel aus. Hi. Röstleuchtpilz. Aber auch krass, ne? Ein Brunnen und du hast gleich sämtliche Teile wieder weg. Wobei es so gesehen ja 3 Brunnen sind. Ja, hier ist jetzt der dritte Eingang. Okay. Gut. Ach, hier zählt's jetzt, wenn man hochklettert. Okay, dann werde ich's doch wohl hinkriegen, da drüben das auch noch zählen zu lassen. Wo war das denn jetzt? Hier, da hat er noch nichts gesagt. Dann kletter ich da auch mal vorsichtig irgendwo hoch. Ach komm schon, wieso löst das sich hier nicht aus? Na bitte, es geht doch. Okay. Dann haben wir alle ausgelöst, dann gehen wir bei unserem Originalbrunnen wieder nach oben. Ich wollte eigentlich ursprünglich den Schrein machen. Ich meine, den Schrein machen wir jetzt in dem Part nicht mehr. Sorry. Dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Aber... Wir haben ordentlich gelootet, also... Also der Loot hier kann sich richtig sehen lassen. Wobei, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Dann löst man doch noch aus. Aber dann mache ich hier Cliffhanger für mich auch, weil wir dann nämlich Ateno und alles andere das nächste Mal erkunden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.